das Video gesehen von der Chrissy Cosmetics, wo sie ihre 5 liebsten Blushes gezeigt hat. Ja, und da ich ja auch so ein Rouge-Freak und Fan bin, dachte ich mir, mache ich doch auch einfach mal mit und zeige euch mal meine 5 liebsten Blushes. Ja, und es war schwer, eine Auswahl zu treffen, muss ich sagen, weil ich ja echt sehr, sehr Rouge-fanatisch bin. Aber ich habe es dann doch geschafft und zeige euch die ganzen jetzt einfach mal. Wir fangen an mit einem Blush von Sleek, und zwar ist es dieser hier. Das ist die Farbe Pixie Pink 936. Und das ist wirklich, oh, dieser Verschluss, ne? Also bei den Sleek Blushes ist der Verschluss das einzige Manko, sag ich mal. Naja, die Farbe sieht so aus. Also ich glaube, die kommt in der Kamera ziemlich gut rüber eigentlich, wie sie auch in echt ist. Ein richtig knalliges Neon-Rosa oder Pink. Ja, ich werde euch das auch alles nochmal swatchen, dann seht ihr das nochmal besser. Ja, der sieht so aus und der ist sehr schön natürlich für den Frühling und Sommer jetzt vor allen Dingen geeignet, weil er eben so grell ist und ja, macht ein richtig frisches Hautbild. Und der ist natürlich sehr, sehr stark pigmentiert, wie man das von Sleek Blushes so kennt. Also da muss man ein bisschen aufpassen, aber ja, nach ein paar Mal probieren hat man das eigentlich schnell raus und dann kriegt man da eigentlich auch mal eine ganz, ganz gute Mischung hin, finde ich. Ja, das ist der. Und ich werde euch auch nochmal unten in die Infobox einen Online-Shop verlinken, wo ihr Sleek Blushes bestellen könnt. Für diejenigen von euch, die jetzt vielleicht nicht wissen, wo sie das bestellen können. Mein nächstes Lieblingsblush ist eines, was auch die Chrissy Cosmetics genannt hat. Und zwar ist es von MNY1. Und die Farbe nennt sich 501. Und das ist eben so ein richtig schönes... So ein richtig schöner Pflaumeton, wie ihr sehen könnt. Also der ist echt traumhaft, finde ich. Ich finde, der passt auch zu meinem Hautbild, zu meinem Hauttypen sehr, sehr gut, muss ich sagen. Was mich eigentlich wundert, weil der zu der Chrissy Cosmetics auch so gut passt. Und die hat ja aber sehr braune Haut eher. Aber ich weiß nicht, ich finde, der steht mir einfach am allerbesten, muss ich sagen. Deswegen benutze ich den auch eigentlich immer am liebsten. Und ja, wie gesagt, die Farbe 501, nur das Problem ist natürlich jetzt mit den Rouges von MNY, dass die nicht mehr erhältlich sind, aber da komme ich gleich zu. Ich habe nämlich eine eigentlich ein Dupe dazu gefunden, was jetzt kein perfektes Dupe ist, aber was diesem Rouge schon mal sehr, sehr ähnlich kommt. Und da kommen wir aber gleich zu. Dann ist mein nächstes Lieblingsrouge wieder eins von Sleek, also ich bin echt... ja, in die Rouges von Sleek verliebt. Ich finde die wirklich alle sehr, sehr toll. Und zwar ist es jetzt aber keine Überraschung, sondern das ist der typische, sage ich mal. Und zwar ist es die Farbe Rose Gold. Die kennt ihr sicherlich auch schon alle. Ja, wie kann man das beschreiben? Ist so ein bisschen Korallefarben, so ein bisschen korallemäßig, mit einem Stich Orange drin und sehr, sehr starken Glitzer. Ja, also auch wirklich ein sehr, sehr schöner Farbton. Ist halt komplett was anderes als zum Beispiel dieser Bärenton, den ich euch gerade gezeigt habe. Aber ist auch sehr, sehr hübsch. Ja, das ist der. Und dann kommen wir zu einem ähnlichen. Der ist jetzt von Catrice und zwar ist es die Farbe 050 Apricot Smoothie. Und zwar ist es auch ein schöner korallfarbener und der sieht so aus. Was den jetzt allerdings sehr unterscheidet zu dem Rose Gold, ist wirklich, dass er nur ganz, ganz wenig Glitzer drin hat, was auch auf den Wangen wirklich überhaupt nicht dort rauskommt. Und bei dem Rose Gold ist es schon viel extremer. Ein sehr, sehr schönes Drogerieprodukt, also kann ich euch nur ans Herz legen. Für den Frühling und Sommer vor allen Dingen. Man kriegt dadurch so einen richtig schönen, frischen Kick, sage ich mal, im Gesicht, finde ich. Und ja, das ist so. Das waren jetzt schon mal die ersten 4 und jetzt kommen wir zu dem letzten. Und zwar habe ich euch ja gerade schon erzählt, dass ich einen ähnlichen Blush zu dem MNY hier gefunden habe. Und zwar ist es auch einer von Sleek. Wen wundert's? Und es ist die Farbe Pomegranate.
Ja, ich schreibe es euch am besten nochmal hier hin. Und die Nummer halt 923. Und der schaut so aus. Also auch wirklich wieder ein sehr, sehr schöner Bärenton. Und ich kann euch die ja mal ganz kurz hier nebeneinander halten. Der ist schon recht ähnlich. Also der ist jetzt vom Farbton noch ein bisschen roter, sage ich mal. Sieht man ja auch im Vergleich, dass der so ein bisschen mehr ins Pflaumeartige geht und der ein bisschen mehr ins Rote. Aber ich finde, der kommt auf den Wangen eigentlich wirklich sehr, sehr ähnlich raus. Und diesen hier, den trage ich auch jetzt gerade auf den Wangen, falls ihr ihn erkennen könnt. Ja. Und ja, ich zeige euch die auch gleich nochmal im Vergleich auf meiner Hand geswatcht. Aber da man ja an diesen hier nicht mehr rankommt, finde ich, ist das wirklich eine sehr, sehr schöne Alternative. Und ja, kann ich euch nur empfehlen, euch den auch mal anzugucken. Ja. Und was natürlich auch bei den Sleek Rouges sehr, sehr gut ist, wollte ich euch auch nochmal eben zeigen, weil ich das immer verdeckt habe, ist, dass die alle mit so einem kleinen. Jetzt halte ich das untere schon zu. Oh Gott, okay. Also, die kommen alle mit einem Spiegel. Ich habe den gerade zugehalten, aber ja. Deswegen ist es immer sehr, sehr praktisch. Da hat man immer schon mal direkt einen Spiegel dabei und die sind wirklich nicht teuer. Also, wie gesagt, ich verlinke euch den Online-Shop und dann könnt ihr euch das nochmal angucken dort, wenn ihr Lust habt. Ja, und das waren jetzt auch schon alle meine fünf Rouges. Ging ja eigentlich ziemlich schnell, aber ist ja auch mal ganz schön, dachte ich mir, so ein kleiner Quickie zwischendurch. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und hoffe, ihr seid in meinem nächsten Video auch wieder mit dabei. Ich freue mich schon auf euch. Macht's gut. Tschüss.